Hallo! Wir wollen uns heute anschauen, was Volatilität bedeutet. Wir werden auch über ihre Grenzen und Möglichkeiten sprechen. Wenn du dir das ganze Video anschaust, wirst du am Ende wissen, dass die Volatilität zwar einen ganz guten Hinweis darauf gibt, wie hoch das Risiko einer bestimmten Investition liegt, dass sie aber nicht mit diesem Risiko gleichzusetzen ist. Wenn du die Experten darum bittest, dir zu sagen, was Volatilität bedeutet, wirst du die Antwort erhalten, dass sie nichts anderes ist als ein Risikoindex, und sie gibt die Richtung und die Höhe der Schwankungen der Aktienkurse an. Als ob du damit etwas anfangen könntest. Um das interpretieren zu können, wollen wir zunächst mal sehen, was Risiko bedeutet. Obwohl es sich im Bereich der Volatilität geradezu anbietet, zu behaupten, dass Risiko gleichbedeutend ist mit Kursschwankungen, ist das eben nicht der Fall. Wenn du dir diese zwei Ertragskurven oder vielmehr Ertragsgeraden anschaust, wirst du sehen, dass keine von beiden mehr Risiken darstellt als die andere, da du in beiden Fällen ganz genau wissen wirst, wie viel Geld du momentan hast und wie viel du in Zukunft haben wirst. Risiko bedeutet nichts anderes, als dass du als Investor eventuell einen Verlust verbuchen wirst. Ein solcher Verlust hat üblicherweise zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass du wegen eines vorübergehenden Kursrückgangs in Panik gerätst und deine Aktien in diesem Panikmodus billiger verkaufst, als du sie erworben hast. Der zweite Grund ist, dass das Unternehmen, dessen Aktien du besitzt, eine unerwünschte Veränderung erfahren hatte, die entweder seine Produkte überflüssig oder seine Produktivität unmöglich gemacht hat. Dadurch ist entweder der Aktienkurs gefallen oder das ganze Unternehmen wurde geschlossen. Das geduldige Abwarten garantiert zwar weder das Ausbleiben eines Verlustes noch das Erreichen eines Gewinns, es ist aber eine gute Idee, sollte es sich um den ersten Fall handeln. Du kannst dich fragen, warum die Volatilität dafür geeignet ist, das Risiko zu berechnen. Der Preis einer bestimmten Aktie beinhaltet viele Aspekte. Er beinhaltet alle Informationen, über die die Investoren zum aktuellen Zeitpunkt verfügen. Er zeigt aber nicht nur die Informationen, die vorhanden sind, sondern auch ihre Abwesenheit. Hat die erwähnte Aktie eine hohe Volatilität, bedeutet das eine große Unsicherheit auf der Seite der Investoren. Deshalb bedeutet sie auch ein hohes Risiko. Wir wollen mal sehen, wie du die Schwankungen der Aktienkurse messen kannst. Eine Möglichkeit ist es, den Aktienkurs auf sich selbst zu beziehen. Die geeignete Methode dafür ist die Streuung, welche die Abweichung vom Durchschnittswert des Aktienkurses angibt. Üblicherweise benutzt man hier auch das Quadrat der Standardabweichung, das heißt, die Varianz. Die zweite Möglichkeit der Messung ist der Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Du musst hierbei darauf achten, in welcher Höhe und in welcher Richtung sich der Wert deiner Investition bei einer Marktschwankung von 1% verändert. Die Beziehung zum Gesamtmarkt wird im Fall von Aktien durch das Aktienbeta angegeben. Im Fall von Obligationen kann dir wiederum die Duration gute Dienste leisten. Wie ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, hat die Volatilität ihre Grenzen. Schauen wir uns mal an, wo die Fehler liegen, wenn du das Risiko nur mit Hilfe der Volatilität messen willst. Der erste Fehler ist, wenn du deinen Verlust vor lauter Angst realisierst. Der Mensch verfügt üblicherweise über einen Grundinstinkt, den man auch als Fear of Missing Out bezeichnet. Diese Angst wird aktiviert, wenn die Aktienkurse dynamisch steigen. Viele Investoren fürchten sich nämlich davor, scheinbar leicht erreichbare Erfolge zu verpassen. Aus diesem Grund steigen sehr viele Menschen dann in das Geschäft mit Wertpapieren ein, wenn sich die Kurse auf ihrem Höhepunkt befinden, und das gilt sogar für diejenigen, die über gewisse Erfahrungen verfügen. Wenn die Kurse aus irgendeinem Grund fallen, bekommen sie Angst, und sie verkaufen aus Angst vor weiteren Verlusten lieber ihre Investition. Und sie werden genau deshalb Verluste verbuchen. Hätten sie darauf gewartet, dass die Kurse wieder steigen, wären sie geduldig gewesen, anstatt sie täglich zu kontrollieren, hätten sie ihr Geld vielleicht auch nicht verloren.
Im Fall von kurzfristigen Investitionen wird das Risiko sehr gut durch die Volatilität abgebildet. Hier können nämlich sogar die Schwankungen innerhalb eines einzigen Tages bedeutende Auswirkungen auf deine Renditen haben. Wenn du aber auf lange Sicht nur darauf achtest, wird es dazu führen, dass du auf dem Tiefpunkt der Kursschwankungen verkaufst und genau deshalb ein Verlustgeschäft machst. Der zweite Fehler ist, dass du dich eventuell dazu verführen lässt, allzu sehr auf den Preis einer bestimmten Aktie zu fokussieren. Es stimmt schon, dass der Preis einer Aktie mit einer höheren Volatilität leichter und tiefer fallen kann, und es stimmt auch, dass der Mensch dazu neigt, sie vor lauter Angst auf dem Tiefpunkt zu verkaufen. Aus diesem Grund können im Fall von Aktien mit einer hohen Volatilität auch viele Investoren höhere Verluste verbuchen. Man muss trotzdem in der Lage sein, den Unterschied zwischen dem Preis und dem Wert einer Aktie zu erkennen. Nehmen wir als Beispiel ein Unternehmen, das fest etabliert ist und dessen Produkte auf dem Markt auf eine solide Nachfrage stoßen. Die Aktien dieses Unternehmens werden in unserem Beispiel zu einem Preis von jeweils 10.000 Forint gehandelt. Wenn der Kurs plötzlich auf 2.000 Forint fällt, wird dein Risiko dadurch überhaupt nicht größer. Das Unternehmen selbst ist ja nicht um das Fünffache geschrumpft. Die Maschinen und die Werkzeuge sind immer noch da und es hat die Nachfrage seiner Produkte auch nicht eingebüßt. Es sind nur die Aktienkurse, die gefallen sind, deswegen ist die Produktion aber nicht zum Stillstand gekommen. Wenn du also jetzt Aktien kaufst, wirst du genau denselben Wert erhalten, bloß bedeutend günstiger. Dadurch kannst du erreichen, dass du noch weniger Geld aufs Spiel setzt. Der dritte Fehler ist, dass du es versuchst, dein Geld um jeden Preis in solche Wertpapiere zu investieren, die angeblich sicher und deren Kursschwankungen nur minimal sind. Die Volatilität ist aber nicht immer schlecht. Wir wollen nochmal kurz auf die Definition des Risikos zurückkommen. Das Risiko ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass der Investor Verluste verbuchen wird. Wenn du das Bild betrachtest, wirst du sehen, dass die Volatilität der dunkelblauen Investition bei weitem höher ist als die der hellblauen. Die hellblaue Investition wird dir auch bei einer geringeren Volatilität mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Verluste einbringen. Der vierte Faktor, auf den du unbedingt achten musst, ist, dass die Volatilität für eine bestimmte Zeitspanne berechnet wird. Deshalb bezieht sie sich immer auf die Vergangenheit. Wenn du schon außer einem Bankdepot andere Investitionen getätigt hast, hast du vielleicht davon gehört, dass die Renditen der Vergangenheit keinerlei Garantie für die Zukunft bieten. Um die Volatilität zu berechnen, brauchst du die Kursschwankungen, die bereits registriert wurden. Dadurch kannst du sehen, welche Impulse das Unternehmen in der Vergangenheit erfahren hat. Das wird aber für dich als Investor weniger interessant sein als das, was in der Zukunft zu erwarten ist. Sollte in der Geschichte eines Unternehmens irgendetwas passiert sein, das sich wirklich auf seine Geschichte und damit auf das Risikoniveau auswirkt, wird es im Kurs in der Tat auch fassbar sein, aber erst in der Zukunft. Wir wollen uns schließlich anschauen, wie du mit Wertpapieren mit einer höheren Volatilität umgehen sollst, damit das Ergebnis für dich günstig ausfällt. Du konntest bisher sehen, dass die Volatilität zwar nicht dasselbe ist wie das Risiko, dass sie das Risiko aber recht gut abbildet. Um Erfolge zu erzielen, musst du daher genauso verfahren, wie im Fall von Wertpapieren mit einem hohen Risiko. Die Lösung heißt Anlagediversifizierung. Du musst das Risiko streuen. Das kannst du tun, indem du es auf unterschiedliche Wertpapiere verteilst oder wenn eine bestimmte Art von Wertpapieren unterschiedliche Zeitperioden durchläuft. Im Fall der unterschiedlichen Wertpapiere wird der höhere Ertrag des einen den niedrigeren Ertrag des anderen kompensieren. Dasselbe Prinzip funktioniert auch, wenn du dein Geld langfristig anlegst. In diesem Fall werden die Erträge der einen Periode die Verluste der anderen ausgleichen. Du kannst diese beiden Prinzipien auch miteinander kombinieren, um deine Investition auf einem akzeptablen Risikoniveau mit einer guten Aussicht auf Renditen zu halten. Du kannst unseren Kanal abonnieren, damit du als Erster über die neuesten Updates informiert wirst.
Gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat.